Willkommen zu Background, dem Wissenspodcast des Bundesverbandes Freie Darstellende Künste. Thema diesmal Steuern. Teil 4: Einkommenssteuer bei internationalen Kooperationen. Gesprächspartner: Jens Kessler, IQ Steuerberatung Leipzig. Interview: Elisabeth Nehring. Guten Tag und herzlich willkommen zum Background-Gespräch zum Thema Steuern. Mein Gesprächspartner Jens Kessler, fachlicher Leiter für gemeinnützige Einrichtungen bei der IQ Steuerberatung in Leipzig, und ich werden über das Thema Steuerabzug gemäß § 50a ESTG sprechen, auch bekannt unter dem Begriff Ausländersteuer oder ich würde sagen Ausländerinnensteuer. Herr Kessler, wenn ich als Choreografin oder Regisseurin mit ausländischen Künstlerinnen im Inland, also in Deutschland, professionell zusammenarbeiten will, was muss ich in steuerrechtlicher Hinsicht beachten? Ja, diese Abzugssteuer nach 50a Einkommensteuergesetz muss man erstmal hinweisen, dass man prinzipiell, wenn man seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder seinen Wohnsitz in Deutschland hat, ist man ja hier unbeschränkt einkommenssteuerpflichtig, also Welteinkommensprinzip. So, jetzt haben wir die Gegenseite, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben also jemanden, der hier Honorar bekommt, der also nicht seinen Wohnsitz oder einen dauernden Aufenthalt, das sprich mindestens 6 Monate in Deutschland hat, der ist hier nur beschränkt steuerpflichtig. Deswegen, das ist also ein Steuerabzug für beschränkt Steuerpflichtige, Einkommenssteuerpflichtige. Da gibt es prinzipiell in allen Staaten Doppelbesteuerungsabkommen etc. Der Hintergrund ist, dass dort die Einkommen besteuert werden sollen, wo sie im Grunde erzielt werden. Und jetzt haben wir gerade, das haben wir auch gerade, weil Sie erwähnten, dass ich unter anderem auch hier fachlich Leiter für die gemeinnützigen Körperschaften, Organisationen bin. Das haben wir natürlich auch bei vielen Trägern kulturellen Einrichtungen, das Problem oder Tagesordnung, diesen Steuerabzug. Ja. Und jetzt muss man wissen, wenn man also ausländische Künstler, Künstlerin verpflichtet, bin ich sozusagen Steuerschuldner gegenüber deutschem Fiskus. So, die Steuer gemäß 50a, die ist eben für unterhaltende, artistische, künstlerische, darbietende Leistung vorzunehmen, der Steuerabzug, 15%. Mhm. Vor etlichen Jahren waren das 25%, das ist im Grunde genommen vorbei. Wir haben jetzt 15% auf dieses Einkommen und wir haben natürlich Solidaritätszuschlag, noch wo es zutrifft. Und wir haben aber noch zum Glück einen Freibetrag von 250 Euro pro Künstler und Auftritt. Ja? Aber wenn der überschritten wird, dann greift dieser Steuerabzug und den muss ich eben als sozusagen Vertragspartner vornehmen. Das heißt, wenn ich ein Honorar von 1.000 Euro verhandle, muss ich die 15% eigentlich immer noch draufrechnen für mich? Jawohl. Und die Umsatzsteuer sogar auch noch. Wir wissen im Eingangsgespräch mal ein, muss ich das auch noch beachten. Aber im Grunde ist ganz entscheidend, das kann man so mitgeben, wenn ich einen Honorarvertrag mache mit einem beschränkt Steuerpflichtigen, dann muss ich das ganz klar benennen im Vertrag. Rede ich hier vom Auszahlungsbetrag, also netto, oder vom Bruttobetrag. Mhm. Wenn da also ein Bruttobetrag drin steht und ich nicht verantwortlich bin als Vergütungsschuldner, jetzt vertraglich, für noch das zu bezahlen, Abgaben, Einbehalte, wie das so oft in Verträgen steht, dann wird aus den 1.000 Euro das herausgerechnet. Dann bekommt so in der Regel der Künstler nur 85%, so grob, 15%. So, aber wenn ich die 1.000 Euro stehe, die bekommt er netto als Auszahlungsbetrag, und viele Künstlerinnen verstehen das so, dann habe ich die ganzen Abgaben natürlich als Vergütungsschuldner noch obendrauf. Wird da eigentlich zwischen EU- und Nicht-EU-Künstlern unterschieden? Ja, gute Frage. Also wir haben sogar bei einer EU-Bürgern, also Ausländern, die hier tätig sind, dann noch die Möglichkeit, das nach dem Nettoprinzip zu machen. Da ist allerdings dann die Steuer 30%. Und ich muss dann alle Einnahmen und Ausgaben, Überschussrechnung zumindest, den Netto, also den Gewinn ermitteln. Und darauf muss ich dann 30% abführen. Und das muss ich aber vorher beantragen, auch beim Finanzamt. Aber warum ist das so? Naja, da möchte man die Möglichkeit geben, das ist ein Vorteil, das kann manchmal weniger rauskommen, wenn ich viele Reisekosten habe als Künstler,
Ja, das ist kann im Einzelfall besser sein. Ja, also meistens zu 95-96%, so kennen wir es aus der Praxis, ne, wird auch bei EU-Bürgern das nicht so nach diesem Verfahren gemacht, sondern man nimmt eben auch den 15% Abzug vor. Und der muss dann auch angemeldet werden, ne, von der Einrichtung, Organisation, quartalsweise. Also da hat man schon etliche Pflichten. Wenn man mit Musikern zum Beispiel zusammenarbeitet, fallen ja auch Lizenzgebühren häufig an. Wie grenzt man Tätigkeitsvergütungen von den Lizenzgebühren ab? Gilt für beides die Abzugssteuer? Ja, die Lizenzgebühren fallen dann wieder raus. Das ist mir Urheberrecht. Wir haben ja, ne, im 50a steht die artistisch-künstlerische, darbietende, unterhaltende. Ja. Und das ist auch wieder ein schwieriges Thema. Auch das, da kann man auch viele Anwälte manchmal beschäftigen. Ja. Wann haben wir denn hier auch Überlassung von Lizenzen? Das ist in Einzelfällen, das haben wir auch nicht so oft. Ne? Weil, also das muss man dann wirklich sehen, wenn man vielleicht mit Filmschaffenden zusammenarbeitet. Ja, also da würde ich sagen, da muss man sich schon dann entsprechend jemanden suchen, der auch beraten kann. Das ist manchmal auch für uns nicht so einfach festzustellen. Denn wir haben ja auch, wenn man jetzt belehrend oder wissenschaftlich tätig ist, na, dann greift ja der Steuerabzug nicht zum Beispiel. Na, und wir haben ja prinzipiell auch immer, fällt mir gerade ein, so ein Beispiel Autorenlesung. Ja? Wir hatten ja ganz anfangs künstlerische Leistung. So, wenn ich jetzt nur vorlese einfach, wir würden jetzt einen Text nur vorlesen, ne? Da ist das nicht als künstlerische Leistung zu bewerten. Ja? Aber wenn wir jetzt mit Sprach und mit noch Körperhaltung, Mimik, ne? Ich mache das jetzt gerade so. Szenische Lesung. Ja, denn ein Buch vorlese auch selber, dann wird das im Grunde so nach Rechtsprechung als künstlerische Leistung dann schon wieder gewertet. Ne? Also wir sehen es manchmal ganz gar nicht so einfach. Man muss sich also ganz klar machen, für was bezahle ich hier das Geld und habe ich dann einen Steuerabzug vorzunehmen? 50a, ja, nein. Also ein bisschen Interpretationsspielraum. Ist manchmal auch dabei, ja. Und man kann jetzt speziell für gemeinnützige Veranstalter oder Vertragspartner dann noch hinweisen, wenn das eben auch gefördert wird über Kulturabkommen, dann kann man also prinzipiell eine Befreiung für die Künstler beantragen, für den Steuerabzug. Das muss aber vor der Durchführung der Veranstaltung, da sollte man sich schon viel Zeit einplanen, beantragt werden. Es gibt ein Thema, über das ich noch kurz sprechen möchte, das Thema Steuererlass. Das gibt ja in besonderen Fällen einen Steuererlass. Also die Billigkeitslösung, das wäre bei so einem Kulturabkommen zum Beispiel. Ja. Ne? Das ist so im Wesentlichen der Punkt. Wann trifft das zu? Also ja, wenn jetzt ein Projekt, ne, angenommen von einem gemeinnützigen Theaterverein, wird jetzt größtenteils bezuschusst vom Land oder von Bundesrepublik Deutschland, dann ist das der Fall, also ein Kulturabkommen geregelt. Das muss man dann vorher bei der Finanzverwaltung beantragen. Mhm. Und dann wird im Grunde genommen dieser Steuerabzug erlassen. Und das ist etwas, was, da muss ein besonderes öffentliches Interesse vorliegen? Auch, ja, oder aber wie ist das so kann man das sagen. Und eben vor allen Dingen eben wesentlich ist, dass es bezuschusst wird. Ja, also das ist meistens dann ein wichtiger Punkt. Mhm. Vielen Dank an Jens Kessler von der IQ Steuerberatung. Das war der letzte Teil des vierteiligen Background-Podcasts zum Thema Steuern mit Jens Kessler von der IQ Steuerberatung in Leipzig. Das Interview führte Elisabeth Nehring. Die anderen drei Teile dieses Gespräches sowie weitere Interviews aus der Background-Reihe finden Sie auf der Wissensplattform des Bundesverbandes Freie Darstellende Künste campus.darstellende-qenste.de. Background wird gefördert von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.